Hallo und herzlich willkommen. Wir starten gleich durch und erklären dir heute den Unterschied zwischen dem HDMI-Kabel und Toslink-Kabel. Fangen wir mit HDMI an. Ein HDMI-Kabel hat einige sehr praktische Vorteile. Es überträgt Audio- und Videodaten in einem Kabel, weshalb man damit zum Beispiel Beamer, Spielekonsolen oder TV-Geräte verbinden kann. Außerdem kannst du HDMI verwenden, um über die CEC-Steuerung alle deine Geräte mit einer Fernbedienung zu steuern. Und du kannst mit EARC Dolby Atmos verwenden. Der große Unterschied zwischen HDMI und Toslink ist die Art der Übertragung. Zwar arbeiten beide digital, doch Toslink ist ein Lichtwellenleiter. Toslink arbeitet also mit Lichtimpulsen, was zu einer sehr störungsarmen Übertragung führt und das Entstehen von Brummschleifen verhindert. Die Signale beider Kabel kann man mit einem Y-Adapter aufteilen und an mehrere Geräte gleichzeitig senden. Wer also eine Verbindung benötigt, die Bild und Ton übermittelt, sollte zum HDMI-Kabel greifen. Toslink ist die richtige Wahl, wenn du einen CD-Player an deinen AV-Receiver anschließen möchtest. Zum Toslink-Anschluss sei noch wichtig zu sagen, dass man ihn nicht für eine 7.1-Anlage verwenden kann, sondern nur für eine 5.1-Anlage. Planst du über einen längeren Zeitraum also vielleicht doch noch Effektlautsprecher in deine 5.1-Anlage zu integrieren, dann greif lieber zum HDMI-Kabel. Eine Anleitung, wie du deine 5.1-Anlage einrichtest, findest du übrigens hier. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und freue mich, wenn du beim nächsten Teufel-Tutorial auch wieder mit dabei bist.